And then you shoot the animal. Und dann erschießt du das Tier. Wer nach Südafrika reist, kommt zum Jagen. Mit Gewehr oder Kamera. Ich hoffe, dass ich ganz viele Tiere hautnah erleben kann und dass ich da auch ganz viel mitkriege. Ja. 10 Tage unterwegs in Südafrika. Unsere Reporter Daniel und Jan. Du kannst in Düsseldorf vor deinem PC sitzen und aussuchen, was du abschießen willst. Es ist alles möglich, von der Schildkröte bis zum Löwen. Jeder will seine Trophäe fürs Wohnzimmer. Als Schnappschuss. Oder als Abschuss. Es wird morgen. Im größten Nationalpark Südafrikas, dem Krüger Nationalpark. Die Tiere sind nicht allein. Wir sind mit deutschen Touristen unterwegs auf Safari, wollen wissen, was sie an Südafrika so fasziniert. Wir reisen mit den Schwestern Waltraud, Maria und ihren Ehemännern. Sie wollen alle eins, wilde Tiere sehen und das perfekte Foto. Ein Wettrennen gegen die Zeit. Nee, er läuft doch weg. Er geht weg. Stopp, stopp, stopp. Okay. Jeder will das beste Foto von Nashorn, Zebra und Giraffe. Dann endlich Elefanten. Und jetzt hier, komm, ich verdrief die. Das ist ein Elefanten. Ja? About what? Who's the boss? Wer der Boss ist. 6,5 Tonnen werden die schwer, ne? Der hat mehr. May we proceed? Können wir weiter? Bloß nicht zu nah ran. Raubkatzen gab's bisher noch nicht. Eine soll hier irgendwo in der Nähe sein. Doch dann Stau. 10 Reisegruppen sind noch vor uns dran. Hinter dem grünen Busch, genau da gerade in der Mitte. Da unten, ja, das ist ein Löwe. Nee, das ist ein Leopard. Das ist ein Leopard, genau. Er leckt sich, guck mal, was schön. Sonntag, genau, Waschtag. Jetzt geht er. Leopard ist moving now. Jetzt guckt er hoch. Dann sieht der Leopard da. Der Traum für jeden hier: wilde Tiere sehen. Oh, schön. Aber ein Schnappschuss fehlt, der wichtigste, vom König der Tiere. Vielleicht haben die Nächsten ja mehr Glück. Okay, bye bye, guys. Bye bye. So, wir. Immer mehr Touristen kommen in den Krüger Nationalpark. Mittlerweile knapp 2 Millionen Menschen jährlich. Fast jeder 10. davon ist Deutscher. Aber mit so vielen Menschen im Park, kann das gut gehen? Im Netz sehen wir, Touristen halten nicht die nötigen Abstände zu den Tieren. Das hat Folgen. Nein.
shit. Andere schließen ihre Tür nicht ab. Passen Tourismus und wilde Tiere überhaupt zusammen? Wir fragen eine der Parkmanagerinnen. Wir haben Videos gesehen, wo Leute den Tieren zu nahe kommen. Ja, genau. Aber wenn Sie im Krüger Nationalpark ankommen, bekommen Sie eine Broschüre mit den Parkregeln. Da steht alles drin. Und wenn Sie kein Englisch können, gibt es da Grafiken, die Ihnen sagen, das ist erlaubt, das nicht. Aber wenn Sie dabei erwischt werden, was Unerlaubtes zu tun, dann bestrafen wir Sie. Wir saßen da jetzt immer in so offenen Bussen. Ist das nicht gefährlich? Unsere Tiere hier sind nicht gezähmt. Es ist zwar noch nicht richtig erforscht, aber unsere Tiere sehen diese Autos hier jeden Tag. Daran sind sie wahrscheinlich mittlerweile gewöhnt. Davon geht für sie keine Gefahr aus. Aber natürlich, wenn Sie einem anderen Menschen zu nahe kommen, bekommen Sie eine Reaktion. Wenn Sie das mit einem Tier machen, dann reagieren die auch. Ein wildes Tier ist ein wildes Tier. Einige der versprochenen Tiere haben wir gesehen. Der Star hier aber ist der Löwe. Um ihn zu finden, müssen wir früh los. Fünf Uhr morgens. Wir haben nur bis zum Morgengrauen Zeit. Danach ziehen sich die Löwen in den Busch zurück. Flashlight, Elephant. Licht an, Elefant. Licht ja, aber wir sollten den Tieren nicht ins Gesicht leuchten. Oh, sie bewegen sich. Wieder nur Elefanten. Weiter geht's. Jetzt ein Löwe? Das ist ein Nashorn. Wieder kein Löwe. Und dann auf einmal zwei Löwinnen. Fast zum Anfassen. Dranbleiben, bis jeder sein Foto von ihnen hat. Unser Ranger hat jetzt Blut geleckt. Er will uns einen Simba suchen. Aber uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Die Sonne ist bereits aufgegangen. Bald werden alle Löwen verschwunden sein. Von hier können Sie gut fotografieren. Simba hat auf uns gewartet. Der wahre König der Tiere. Ein männlicher Löwe mit stattlicher Mähne. Für dieses Foto kommen Touristen aus der ganzen Welt. Die sind zu spät. Nicht jeder hat Glück. Sind ja schließlich wilde Tiere. Wir haben die fünf größten, wichtigsten Wildtiere gesehen. Die Big Five. Aber was machen diejenigen jetzt, die weniger Glück hatten, die ohne Löwenfoto zurückkommen? Die Antwort darauf finden wir in der Hotellobby. Werbeflyer garantieren hautnahe Begegnungen mit wilden Raubkatzen. Das wollen wir sehen. Fragen an, ob wir vorbeikommen und ein Interview haben können. Mehrfach. Aber keine Antwort. Also fahren wir so hin. Vom Krüger Nationalpark Richtung Johannesburg.
Nur wenige Kilometer vom Flughafen entfernt liegt einer der vielen Löwenparks. Wer Löwen in der Wildnis verpasst, soll hier sogar noch näher ran dürfen. Eintritt knapp 15 Euro. Eine Sehenswürdigkeit, die Löwenfütterung. Nur durch einen Zaun getrennt. Doch das wahre Highlight kostet extra. Dafür brauchen wir ein goldenes Bändchen und müssen uns die Hände desinfizieren. Wir werden in ein kleines Nebengehege geführt. Wir geben uns als Touristen aus, müssen verdeckt drehen. Fünf Junglöwen, nur wenige Monate alt. Wir dürfen so nah ran, wie wir wollen. Tierbabys, die angeblich von ihren Müttern verstoßen wurden. Warum wurden die denn verstoßen? Die Mütter nehmen nur die Starken, die Schwachen stoßen sie ab. Wir schauen uns das zwei Tage lang an und dann nehmen wir sie in unsere Obhut. Dann bleiben sie 3 Monate hier, erzählt uns die Mitarbeiterin. Und jeden Tag werden die Tierbabys von Touristen gestreichelt. Im Nebengehege sehen wir 5 weitere Löwenbabys. Und was passiert, wenn sie älter sind? Dann stecken wir die in den Park zurück und dann produzieren sie neue Kinder. Die werden hier geboren und sterben hier? Ja, genau. Die meisten. Die meisten? Was heißt das? Wir haben sehr viele Babylöwen gesehen, aber nur sehr wenige ausgewachsene Tiere im restlichen Park. Wo sind die? In anderen Parks? Was passiert mit den Löwen, die hier nicht sterben? Antworten will uns keiner mehr geben. Also fahren wir weiter. Wir müssen zum Flughafen. Da treffen wir wieder auf unsere Reisegruppe. Es geht noch 1 Woche durchs Land. Auch Waltraud und ihr Mann Jimmy, die wir von der Krüger-Safari kennen, sind dabei. Sie schwärmen immer noch von den wilden Tieren. Es hat mir eine Gänsehaut wirklich gegeben, die Tiere so wahnsinnig nah zu sehen. Dieser Elefant, da wurde wirklich gedacht, das macht einen Schritt vor und der ist an unserem Wagen dran, ja, wo Maria da auch so Panik kriegte. Da wurde mir auch ganz mulmig und ganz anders. Das erste Mal aber wilde Tiere auch gesehen, oder? Ja. Und dann direkt alle 5? Alle 5. Ja. Glück gehabt? Ja, richtig Glück gehabt haben wir da. Aber, also man greift da schon in diese Natur ein, nur um es selber zu sehen, um dieses Gefühl zu haben. Ne? Aber das sich jetzt halt nicht so gefühlt, als wenn du da was platt machst. Nein, das habe ich nicht. Aber ja, das ist eine Touristenveranstaltung. Eine Touristenveranstaltung. 16 Millionen Menschen kamen 2017 aus der ganzen Welt nach Südafrika. 300.000 davon waren Deutsche. Tendenz steigend. Tiere ist abgehakt. Und ich bin völlig gespannt, was da jetzt kommt. Was da für Sehenswürdigkeiten kommen. Nicht jeder Tourist kommt für Sehenswürdigkeiten. Sind das Gewehrkoffer? Bringen Touristen Waffen mit nach Südafrika? Wir sehen nicht nur einen solchen Koffer. Jagdgepäck. Wir kommen mit 2 Jägern ins Gespräch. Ich jage wild. Großtiere eher nicht so. Auch keine Raubkatzen. Und auch egal welche Art. Keine Leoparden, keine Löwen. Das ist nicht meins. Aber Löwenjagd? Sowas wird hier gemacht? Da weiß ich nicht viel. Das ist eine sehr verschlossene Truppe.
Und sein Kollege gibt uns einen Hinweis. Wenn ihr mehr wissen wollt, sprecht mit der südafrikanischen Jägervereinigung. Da gab es letztens einen Streit. Genau wegen dieser Löwenjagden. Kommen Touristen etwa auch nach Südafrika, um Löwen zu schießen? Dazu erfahren wir später mehr. Wir fliegen von Johannesburg an die Küste nach Port Elizabeth. Fahren die für ihre Küstenlandschaft berühmte Garden Route entlang, bis wir am Ende in Kapstadt ankommen. 25 sind wir, alle aus Deutschland. Gut eine Woche fahren wir einmal quer durchs ganze Land. Unser Fahrer für die nächsten Jahre ist der Chris. Garden Route. Rund 700 Kilometer, nur Meeresküste. Wo der Indische auf den Atlantischen Ozean trifft. Abseits von wilden Tieren wie Löwen und Giraffen. Erster Halt für Waltraud und den Bustrupp, der Tsitsikama Nationalpark. Touristen sehen die Hotspots. Nur für die Tour hat jeder hier knapp 2000 Euro bezahlt. Dazu kommt noch ein Flug. Viele haben lange für die Reise gespart, erzählen sie uns. Wollen lieber mit dem Bus fahren, als auf eigene Faust unterwegs zu sein. Auch wenn das heißt, einige Tage bis zu 6 Stunden im Bus zu sitzen. Lisa und André macht das aber nichts aus. Ja, wir wollten schon so ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Das ist ja das erste Mal, wir kennen das Land, genau. Die Leute, die Kultur nicht. Ich denke mal schon gut, wenn man jemanden dabei hat, der sich auskennt. Ja, wir fahren lieber mit Bus, dann können wir auch zusammen aus dem Fenster gucken. Wir wollen ja auch ein bisschen genießen. Urlaub machen. Richtigen Kontakt zu Einheimischen haben wir auf der Busreise nicht. Auch nicht in unseren 4-Sterne-Hotels, in denen wir entlang der Route Halt machen. Und uns mal von der Busfahrt erholen. Sonnenaufgang am nächsten Morgen. Bevor wir wieder 5 Stunden Bus fahren, will Jimmy noch mal die Füße in den Indischen Ozean halten. Ich muss es ja nicht kennen von der Nordsee, aber die Wellen sind schon anders Kaliber. Aber dafür bin ich auch nach Afrika gekommen, um mal ein bisschen Abenteuer, Freiheit, Südafrika. Noch 2 Minuten für einen letzten Schnappschuss hier mit der Gruppe. Die Reisegruppe, das ist schon angenehm. Anfangs dachte ich, ob man da wohl eine Gemeinschaft hinkriegt, war gar kein Problem dann. Mit einigen ging es ganz schnell, mit anderen dauert es ein bisschen länger. Dann alle zurück in den Bus. Viel Zeit ist nie. Aber das Thema mit den Löwen lässt uns nicht mehr los. Löwenbabys streicheln zu können. Und das, was uns die Jäger am Flughafen erzählt haben. Busfahrer Chris fährt Touristen seit Jahrzehnten durch Südafrika.
Es gibt verschiedene Löwenparks. Der, den ich zum Beispiel kenne, da werden die Löwen extra gezüchtet, damit man Löwenbabys streicheln kann. Das habt ihr ja schon gesehen. Aber was dann danach mit den Babys passiert, weiß ich nicht. Aber es gab schon Vorfälle. Da haben Löwen Menschen attackiert. Ein Tourist wurde sogar umgebracht. Aber das kapieren die Touristen nicht. Es bleiben wilde Tiere. Das hier ist kein Zoo. Wir finden im Internet einen Fall aus diesem Jahr. Eine 22-Jährige wird von einem Löwen in einem privaten Reservat getötet, wo Touristen Löwen sehr nahe kommen können. Nach dem Tod diskutieren Experten und stellen sich die Frage: Warum wollen Touristen Raubkatzen berühren oder umarmen oder mit ihnen spazieren gehen, als ob das ein natürliches Ereignis wäre? Spazieren mit wilden Löwen. Entlang unserer Reiseroute gibt es solche Parks, wo Touristen das angeboten bekommen. Wir verlassen die Bustruppe und fahren zu so einem Ort. Was passiert bei einem Löwenspaziergang? Wir geben uns wieder als Touristen aus. Rund 50 Euro kostet es pro Person. Auch wenn wir wissen, das kann gefährlich sein. Wer mitgehen will, bekommt einen Holzstock in die Hand gedrückt. Nur zur Sicherheit, sagt man uns. Wow, die sind ja riesig. Ja, sind das nicht große, schöne Katzen? Und wie heißt die weiße Löwin hier? Makiwa. Ach, Makiwa. Und die andere war Kisha, nicht wahr? Genau. Ist schon eine Herausforderung für euch, oder? Die meisten Touristen sehen Löwen ja nur aus dem Auto oder im Zoo. Aber mit denen hier in der Wildnis spazieren zu gehen, ist schon was ganz Besonderes, ne? Das kann man wohl sagen. Plötzlich haut eine Löwin ab. Oh mein Gott. Löwen können sehr schnell rennen. 60, 80 Kilometer die Stunde. Ist das denn normal, dass sie ins Gelände laufen? So sind Katzen eben. Die Helfer suchen die Löwin. Wir müssen zurückbleiben. Ein Löwe, der beim Spazieren ausbüchst. So kam die 22-Jährige ums Leben. Die Löwin kommt von allein zurück. Für die Touristen wieder Zeit für ein Foto. Jetzt machen wir schöne Fotos. Auch wir spielen mit. Wunderbar. Hoffentlich hat's euch gefallen. Verabschiedet euch bei den beiden, bei Kisha und Makiwa. Und der Crew. Unsere Löwen sind alle gerettete Löwen von überall aus Südafrika. Makiwa, die weiße Löwin zum Beispiel, kommt aus dem Lion Park in Johannesburg. Ihr rettet die und dann bleiben sie bei euch bis zu ihrem Tod? Wir wissen noch nicht genau, was mit ihnen passiert. Fest steht, die eine Löwin Makiwa, die als Baby in dem Park in Johannesburg früher mal gestreichelt wurde, ist jetzt hier und muss regelmäßig mit Touristen spazieren gehen. Sie wurde also als Ware einfach weitergereicht. Passiert das auch mit anderen? Auf Flyern entdecken wir noch einen weiteren Park, der aber betont, bei uns kann man Raubkatzen nur sehen, nicht anfassen. Einer der guten Parks? Wir treffen Catherine Nyquist. So this is all your land. Das hier ist alles euer Land. Here and there. Yeah. This is the area. Yeah, genau. Sie kam vor Jahren aus Norwegen, um ein freiwilliges Jahr in einem Löwenpark zu machen. Seitdem dreht sich ihr ganzes Leben um Raubkatzen. Yes. Hallo Richard. Catherine hat Richard Pierce von unserem Besuch erzählt. Er recherchiert seit Jahren in der Löwenszene Südafrikas, hat dazu ein Buch geschrieben. Seine Kritik? Mit wilden Löwen hat das nicht mehr viel zu tun. Mit den Tieren wird nur noch Geld gemacht.
at every stage of this operation. In jedem Lebensstadium kann man mit Löwen Geld verdienen. Und man kann sie leicht züchten, sehr einfach. Das einzige Problem ist, dass man auf die Sicherheit achten muss. Ansonsten ist das nicht schwieriger als mit Kühen. Es gibt eine wahnsinnig lange Verwertungskette. Erstmal den Züchter, dann gibt es Streichelzoos, Parks, in denen man mit ihnen spazieren gehen kann, an die man sie weitergegeben hat. Dann gehen sie zurück zum Züchter oder direkt in die Jagdfarmen, um abgeschossen oder geschlachtet zu werden. Also, du hast mindestens 4 Stationen. Und nachdem sie abgeschossen wurden, gibt es noch die Ausstopfer, die Schmuggler, die die Trophäen außer Land schaffen. Und am Ende der Verwertungskette hat dieses arme Tier bis zu 12 Menschen Geld eingebracht. In den sozialen Netzwerken sehen wir, dass die Streichelparks bei Touristen sehr beliebt sind. Hängen diese Löwen am Ende ihres Lebens als Trophäe an der Wand? Du kannst in Düsseldorf vor deinem PC sitzen und aussuchen, was du abschießen willst. Dann suchst du dir deinen Löwen aus, guckst, was das kostet, wie bei einem Burger. Von wo immer du bist, Texas, London oder Paris. Wenn du hier ankommst, garantieren sie dir, dass du in 2-3 Tagen deinen Löwen abschießen kannst. Diese Zuchtlöwenjagd gibt es, da können sie dir erzählen, was sie wollen. Als hätte der Löwe gehört, wovon wir sprechen. Ah, da! Das ist Oliver. Catherine und ihre Kollegin Lisanne Cornwell haben die Löwen Oliver und Obi aus einem Löwenpark gerettet, damit sie am Ende nicht erschossen werden. Hier verbringen die Löwen nun den Rest ihres Lebens. Beide kommen aus wirklich schlimmen Zuchtfarmen. Die Leute da haben mit Stöcken auf das Gehege geschlagen und sie mit Steinen beworfen. Oliver wurde dadurch sehr ängstlich und aggressiv, besonders zu Männern. Aber wie du sehen kannst, geht's ihm gut. Ich habe in der gleichen Farm gearbeitet wie Katrine. Dort mussten wir die Löwenbabys von ihren Müttern trennen, obwohl die Mütter sich darum gekümmert hätten. Ich habe mich gefragt, warum machen wir das? Vorher hatte man uns erzählt, dass alle Löwenbabys hier von ihren Müttern verstoßen seien. Aber jetzt weiß ich, wie es wirklich ist. Die Jungen werden einfach so weggenommen, ohne Grund. Und dann habe ich noch mehr Fragen gestellt und angefangen nachzuforschen. Dann wollen sie uns noch etwas zeigen. Ihr seht hier 800 Kreuze, die für die Löwen stehen, die jedes Jahr in Südafrika legal getötet werden, um ihre Knochen dann zu exportieren. Wir haben hier einen kleinen Altar für Shawnee, die der Knochenindustrie zum Opfer gefallen ist. Kurz bevor wir sie retten konnten, wurde sie getötet. Die Knochen werden nach Asien exportiert und dort zu Potenz und Heilmitteln verarbeitet. Jedes Skelett produziert 60 Riegel vom sogenannten Tigerkuchen. Jeder Riegel wird für $1,000 verkauft. Wenn es also beim Kunden ankommt, zum Beispiel in Laos, Vietnam oder China, bringen die 800 Skelette am Ende $48 Millionen ein. Löwen enden als Potenzmittel oder als Trophäe für Jagdtouristen. Ist es so einfach, einen Löwen zu jagen und zu bestellen, wie Richard Pierce es erzählt hat? Wir brauchen nur wenige Klicks. Wir landen auf der Homepage eines Safari-Anbieters. Bei ihm können wir Tiere jagen, auch den König der Tiere. Was kostet ein Abschuss? Wir bekommen eine Liste zugeschickt. Jedes erdenkliche Tier hat hier seinen Preis. Antilopen, Warzenschweine, ein Löwe. Er kostet so viel wie ein Kleinwagen, 20.000 Euro. Könnten auch wir jetzt einen Löwen zum Abschuss bestellen
Ohne Erfahrung, ohne Waffenschein. Wir rufen bei einem Anbieter an. Ich habe die Preisliste bekommen und halte mich für verrückt, aber ich würde echt mein ganzes Geld zusammenkratzen und eine Löwin schießen. Also, ich bin zwar kein Jäger, aber... Wenn du eine Löwin willst, würden wir in die Kalahari fahren im nördlichen Südafrika. Da gehen wir in ein Areal, das ist extra für die Löwenjagd. Wir haben dann eine Lizenz für den Abschuss von einem Löwen. Und dann gehen wir los und suchen ihn. Wenn wir uns Mühe geben, sollten wir einen Löwen finden. Garantieren kann ich das aber alles nicht. Wie stehen denn die Chancen? Ja, 60%. Okay, dann lass mich mal eine Nacht drüber nachdenken und ich melde mich bei dir und sag dir, wie wir es machen. Bye. Im Netz gibt es hunderte Anbieter, bei denen man Jagden buchen kann. Jagdtouristen brüsten sich mit ihren Abschüssen. Flusspferd, Leopard, Löwe. Der König der Tiere als Sonderangebot im Discounter-Stil. Die Löwenjagd zum Rabattpreis. Und wer einen besonders prächtigen will, kann sich ein Upgrade buchen. Für $1,800. Alles, was zu tun ist, hier klicken. Zurück bei Waltraud und der Reisegruppe. Auch hier geht es heute wieder um Wildtiere. In Gehegen. Wir treffen die Truppe auf einer Straußenfarm. Wir werden 60 Jahre alt. Oh. 6-0. Ja, wenn sie nicht geschlachtet werden. Ja, natürlich. Oh, oh. Ganz flach? Sehr schön. Solange du mein Haargummi nicht willst, bist du goldig. Okay. Maria hat ihre eigene Straußenerfahrung schon hinter sich. Ich habe mir vor 20 Jahren mal von einem netten Herrn einen Straußenfeder schenken lassen. Da habe ich mich amüsiert. Warum war ich denn das? Das ist ja kein Spielzeug. Aber die sind so genial im Staubwischen. Du musst wirklich die Freunde Knappen nehmen und kannst hinterher und du findest nichts mehr. Okay. Ein Männchen aus Brasilien. Zum Schluss auch hier das Erinnerungsfoto. Möchte jemand das Ei haben? Ja, so, das war die Ende von ihrem Tour. Hier ist unser Shop und schöne Reise weiter danach. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Souvenir-Eier in jeder Form. Auch mit Straußeneiern kann man Geld machen. Wir wollen noch mehr über die Löwenjagd erfahren. Generell ist das freie Jagen von wilden Löwen erlaubt, auch ohne Waffenschein. Aber der Löwe muss eine Chance haben, sich wehren zu können. Die hat er hier nicht. Anbieter von Freizeitjagden ködern Löwen mit rohem Fleisch zum Abschussplatz. Der Kunde muss nur noch abdrücken. So eine Art des Abschusses ist unter seriösen Jägern verpönt. In der südafrikanischen Jagdvereinigung FASA gab es über dieses Jagen einen Streit. Wir treffen uns mit dem ehemaligen Chef von FASA in seiner Safari-Lodge. Hierher kommen Touristen für Fotosafaris, aber eben auch zum Jagen. Stan Berger ist ein Mann, der die Natur und die Tiere liebt. Das hier ist ein großes Areal. Größer als sonstige Privatreservate.
Sein Gelände ist 4000 Hektar groß. Bevor wir mit ihm über Löwen sprechen, will er uns seinen ganzen Stolz zeigen. Seine Nashörner. Schauen wir uns die jetzt näher an? Ja, steigen wir aus. Die tun uns nichts. Folgt mir einfach. Ist es okay, wenn wir näher kommen? Nicht reden, sonst hauen die ab. Also diese vier Nashörner sind hier geboren worden. Du musst dich schon um sie kümmern, wenn du es ernst mit ihnen nimmst. Sonst kommen Wilderer, töten die Nashörner und hacken ihnen die Hörner ab. Du bekommst bis zu 4000 Euro pro Kilo Horn auf dem Schwarzmarkt dafür, als ob es aus Gold wäre. Also jedes Nashorn, das du siehst, hat quasi ein goldenes Horn und dahinter sind die Wilderer her. Das ist organisierte Kriminalität? Ja, da stecken große Mafia-Clans hinter, die das alles nach China, Vietnam und Laos exportieren. Auch hier Wildtiere als Exportware für Asien. Dann erzählt uns Stan von seinen Jagdtouristen. In Deutschland undenkbar. Wer schießen will, braucht einen Waffenschein. In Südafrika darf jeder ran. Doch Stan hat bei seinen Touristen ein Auge drauf. Ich gucke mir jeden, der kommen will, genauer an. Wenn jemand bei mir jagen will, frage ich, welche Jagderfahrung hast du? Wo und was hast du denn schon gejagt? Was machen Sie mit denen, die einfach nur den Kick suchen? Die lasse ich nicht dran, die nehme ich nicht. Mit so einem Gewehr jagen wir. Das hier ist die Munition. Die nutzen wir, um Wild zu jagen. Kein Großwild wie Büffel oder Elefanten. Dann lädst du das Magazin, schaust durchs Zielfernrohr. Wie halte ich das? Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ja, so. Können Sie mir noch mal zeigen, wie Sie das machen? Aber zeigen muss heute reichen. Fototouristen sind unterwegs. Da darf nicht geschossen werden. Schauen Sie mal, mit ethischem Jagen habe ich überhaupt kein Problem. Aber Löwen zu jagen, die extra zum Abschuss gezüchtet werden, damit habe ich ein Problem. Deshalb wollten wir 2015 auf der FASA-Hauptversammlung die Jagd auf Zuchtlöwen komplett verbieten. Und das hat die Jagdvereinigung gespalten. Denn einige fanden, dass das total okay ist, Zuchtlöwen zu jagen. Und die waren bestens organisiert. Die wollten das unbedingt durchdrücken und FASA übernehmen. Und das haben sie auch geschafft. Seitdem können die machen, was sie wollen. Sogar unser Tourismusminister Derek Hanekom hat sich ganz klar gegen die Zuchtlöwenjagd ausgesprochen. Aber er müsste mal vor Gericht gehen, um das alles zu stoppen. Das Ganze schadet inzwischen sogar schon der Marke Südafrika. Löwen werden gezüchtet. Zum Streicheln, Spazierengehen und um sie am Ende für Jagdtouristen zum Abschuss freizugeben. Zum Teil zu unfairen Bedingungen, so die Kritik der Jagdvereinigung. Wir konfrontieren den Tourismusminister damit. Uns liegt sehr viel daran, Touristen nach Südafrika zu bringen mit unseren Wildtieren. Aber wir müssen auch die Befindlichkeiten der Jagdtouristen achten. Jagdtouristen, das sind jetzt nicht so viele, aber diejenigen, die es machen, die bringen eine Menge Geld hier ins Land. Ja, das stimmt. Das fließt in unsere Wirtschaft. Private Wildreservate bringen viele Arbeitsplätze und kümmern sich um den Naturschutz. Ich bin zwar kein Jäger und gegen ethisches Jagen habe ich auch nichts, aber gegen Trophäenjagd habe ich schon was. Das finde ich eher unanständig. Doch für die meisten Leute hier in der Regierung, für die ist das kein Thema. Aber unser neuer Präsident hat sich klar gegen die Zuchtlöwenjagd ausgesprochen.
Also wird sich was ändern. Ich weiß noch nicht genau wie, aber es wird eine Diskussion darüber geben. Und wir müssen uns überlegen, was wir erlauben und nicht erlauben. Aber die Jagden finden weiter statt. Mit Wildtieren macht Südafrika Geld. Ob Foto- oder Jagdtouristen, beide lassen die südafrikanische Wirtschaft brummen. Knapp 27 Milliarden Euro jährlich verdient das Land mit Touristen. Und es wird immer mehr. Auch unser Bustrupp hat hier viel Geld gelassen. Hoch hinaus für den letzten Schnappschuss auf unserer Reise. Moin Achim, wir können heute Abend kein Bier trinken gehen. Ich bin auf dem Tafelberg. Südafrika. Ja, ist okay. Nach 10 Stopps in 10 Tagen ein erstes Mal durchatmen. Ich habe schon das Gefühl, wir sind die ganze Zeit gehetzt. Und das ist das erste Mal, wo wir wirklich Zeit haben. Wirklich Zeit haben, ja. Hier ist echt schön. Also wir haben jetzt auch vorhin Fotos gemacht. Ich saß auf dem Stein. Das sah echt cool aus. Also das Krüger Nationalpark, das war das Beste. Mit den Tieren, ja. Deswegen sind wir auch eigentlich hierher geflogen. Ja. Die Tiere wegen? Um die Tiere zu sehen. Ja, Tiere, Natur. Auf jeden Fall. Schade, dass wir da weniger Zeit hatten. Mhm. Ja. Also eigentlich ist der Krüger Nationalpark von der Fläche her total klein, obwohl es eigentlich der größte der Welt ist. Ja. Und wenn du überlegst, dass wir halt dann noch in den letzten Fleckchen auch noch eindringen. Die haben ja eh schon so ein eingeschränktes Leben, die Tiere. Und was wir da, also die Menschen da aufgebaut haben, ist, denke mal, die einzige Chance, um frei zu leben. Also das ist meine Meinung. Durch die Modernisierung und jetzt die ganzen Touristen. Ich glaube, dadurch bezahlen wir oder finanzieren wir das Leben auch der Tiere. Dass sie dann vielleicht doch noch ein bisschen wilder leben können als im Zoo. Touristen hoffen auf wilde Tiere in freier Natur. Verkauft wird ihnen der Löwe als Ware, an der jeder mitverdienen möchte. Südafrika garantiert. Jeder Tourist kommt hier zu seiner Erinnerung. Ob als Schnappschuss oder als Abschuss.